herzlich willkommen zu FanTV und herzlich willkommen von der Demopark Demo Golf 2013 hier aus Eisenach. Das ist die größte deutsche Messe für Grünflächenpflege und Kommunaltechnik. Und warum Fenty eine sehr wichtige Rolle spielt, das zeigen wir Ihnen heute. Mitten aus dem 250.000 Quadratmeter großen Ausstellungsgelände ragt der Turm des Fendt-Standes heraus. Anziehungspunkt für die Besucher aus den Bereichen Grünflächenpflege, Galabau und Kommunaltechnik. Fendt präsentiert sich heuer auf der Demopark mit seinen Vertriebspartnern Agravis, BayWa und Schröder Landtechnik. Und hier auf dem Stand präsentieren wir 12 Traktoren und insgesamt auf der ganzen Messe sind 28 Traktoren von der Firma Fendt verteilt. Erstmalig präsentiert Fendt die jüngste Baureihe, den 500 Vario, zusammen mit dem neuen Frontlader Cargo Profi auf einer Messe im Einsatz. Der weiterentwickelte Cargo Frontlader überzeugt mit neuen Funktionen. Cargo Profi heißt Frontlader mit eingebauter Wiegefunktion. Wir können Memo-Funktionen abfahren. Wir haben auch eine Ausrüttelfunktion, wo man dann entsprechend die Schaufel leerschütteln kann bei klebrigem Boden. Der Vorteil an dieser Wiegefunktion ist natürlich die, wir können hier ein Gewicht eingeben, was wir laden wollen auf dem Anhänger. Wenn das Gewicht erreicht ist, erscheint im Display eine Anzeige, wo heißt, Sie haben Ihr Zielgewicht erreicht. Erkennen kann man den Cargo Profi Frontlader von außen an dieser Dose, wo unsere Wiegeeinheit mit angebracht ist. Und unten rechts haben wir unsere Cargo Profi Steckdose, wo die entsprechenden Sensoren angesteuert werden. Auf dem Freilandgelände der Ausstellung setzten auch zahlreiche weitere namhafte Hersteller auf Fendt-Traktoren und präsentierten ihre Anbaugeräte mit einem Fendt-Schlepper. Die Grundvoraussetzung ist die Harmonie einfach vom Anhänger zum Traktor hin. Also der allererste Vorteil, der größte Vorteil ist klar das stufenlose Getriebe auf die Fendt-Traktoren. Und das passt sehr, sehr gut im Verhältnis zu unserer Geräte. Weil bei dem neuen 514er Vario einfach die Übersicht hervorragend ist, die Stabilität gegeben ist und das Ganze gewichtsmäßig aufeinander abgestimmt ist. Und einfach die Konstellation vom Schlepper zum Wagen hat sich einfach rauskristallisiert, dass es ein tolles Verhältnis ist. Ganz egal im kleineren Bereich, wie hier auf einer Galabaumesse oder kommunal oder auch im großen Bereich 900er. Hervorragend. Auch für das Frontgerät hat man bei Fendt die Möglichkeit, das Ölmenge genau einstellen zu können. Und das ist auch für unser Gerät sehr, sehr gut. Höhepunkt der Demo Park Demo Golf ist immer die Verleihung der Medaillen für Neuheiten. Dieses Jahr legte Fendt mit dem Überrollschutz für die 900er Baureihe eine technische Lösung vor, die kein anderer Traktor weltweit bietet. Anders als in der Landwirtschaft legt die Berufsgenossenschaft Bau als Sicherheitsmaßstab das Eigengewicht des Traktors plus das Gewicht des Anbaugerätes an. Das bedeutet beim 900 Vario ganze 22 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Das ist Gold wert. Also die Herausforderung von diesem Überrollbügel ist, die gewaltigen Kräfte aufzunehmen. Hier die 44 Tonnen von oben, die werden hier in diese Stahlstruktur eingeleitet und gehen dann in den Axtrichter rein. Die Hinterachse ist eine Standard-Hinterachse, sodass keine zusätzlichen Umbauten notwendig sind, nur der Bügel. Ein weiteres Highlight sieht man hier, erkennbar an dem Hydraulikzylinder. Dieser Bügel wird nach hinten geklappt, um die Höhe des Fahrzeuges zu beschränken. Das heißt, es ist sehr wichtig, damit man die Bauhöhe reduzieren kann. Und erst wenn er wieder im Einsatz ist, geht der Bügel wieder zurück und kann aber trotzdem die ganzen Kräfte aufnehmen. Zusätzlich sieht man natürlich hier, es ist eine sehr mächtige Konstruktion. Die Herausforderung bei der Konstruktion war auch hier, die Sichtverhältnisse nicht einzuschränken. Das war eigentlich auch ein wichtiges Feature bei der Entwicklung von diesem Sicherheitsrahmen. Einmal mehr beweist Fendt, dass innovative Lösungen und Sicherheit miteinander verbunden werden können, ob bei den großen Traktoren oder auch den kleinen. Dass der Fendt sich auch in den schrägsten Hanglagen beweist, das haben wir hiermit bewiesen. Und damit viele Grüße aus Erfurt.